Düsseldorf. Rund 100 junge Leute sind am Samstagabend in der Düsseldorfer Altstadt mit der Polizei und dem Ordnungsdienst aneinander geraten. Einige hätten gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen und die Kontrollen behindert, sagte ein Sprecher am Sonntag. Ein Jugendlicher aus der Gruppe habe Mitarbeiter des Dienstes angegriffen. Als die Polizei ihn in einem Streifenwagen abtransportieren wollte, umstellten die anderen das Fahrzeug und hinderten es an der Weiterfahrt. Die Gruppe schrie lautstark die Forderung nach Freilassung des Jugendlichen. Die Situation wurde immer bedrohlicher, Verstärkung wurde gerufen. Als die dazu kam, seien sie geflüchtet. Mehrere Personen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren wurden aber gefasst und kamen in Gewahrsam. Der tatverdächtige Jugendliche wurde festgenommen. Er soll eine Strafanzeige bekommen.